Jungs und JungsInnen, was geht? Mein Name ist Tobierlott, herzlich willkommen zu GTA Online. Heute im Geistenspiel der ganzen Welt präsentiere ich euch eine Spezialfolge der Spezialfolgen. Wir machen ein bisschen Real Talk. Ich werde mich in ein 1-1 einstürzen mit verschiedenen Personen, beziehungsweise ihr seht hier richtig krasses Gameplay, diesmal aus meiner Perspektive. Lady ist heute nicht da. Das bedeutet, ihr seht nur mich und hört nur mich in diesem Video. Braucht euch nicht wundern. Ich weiß, ich bin unlustiger Spast, aber trotzdem, gebt mir eine Chance. Ich habe seit mehreren Monaten irgendwie kein GTA-Video aufgenommen. Und ich glaube, es ist was Vernünftiges geworden. Und wenn nicht, dann schreibt mir einen Kommentar. Ich lese die Kommentare eh nicht. Ihr macht so oder so. Egal, was ich sage, Digga. Ihr macht einfach, was ihr wollt. Jetzt, wo Lady nicht da ist, können wir uns hier mal richtig frei entfalten. Wir sind unter Männern. Das heißt, wir können unsere Hose ausziehen. Und ich würde sagen, bevor wir mit dem heutigen Video starten, meine lieben Freunde, ist es mal wieder Zeit für eine winzig kleine Umfrage, an der ihr jetzt gerne teilnehmen könnt, indem ihr den Like- oder den Dislike-Button drückt, meine lieben Freunde. Wenn ihr ein so großes Gerät in der Hose habt, wenn euer Gerät in der Hose einfach so gigantisch groß ist wie ein Schäferhund. Wenn euer Gerät in der Hose einfach so groß ist wie ein Mammutbaum, Digga, dann drückst du jetzt den Like-Button. Wenn ihr in der Hose einfach nichts besitzt, wenn ihr in der Hose einfach eine Dreihader-Nudel habt, ja, das heißt, Dreihader-Nudel ist unter 3 Zentimetern, ihr habt in der Hose gar nichts, Jungs, dann drückt ihr jetzt den Dislike-Button. Viel Spaß noch mit dem nachfolgenden Video, Digga. Was für ein unlustiger Spaß ich einfach bin. Ist ekelhaft. Oha, er will es. Und? Er geht wieder rein. Ja. Ach, ich hab's doch gesagt, Digga. Naja. Was macht er die ganze Zeit, Digga? Oh. Kommt der raus? Nee, er will nicht. Er hat keinen Bock. Doch. Guck ihn dir an. Boah, fast wäre er reingeflogen, Digga. Ha! Guck ihn dir an. Guck ihn dir an. Panzerjäger hat das Spiel verlassen. GG an der Stelle, Digga. Endlich mal ein Deutscher. Guck dir an, wie der fliegt, Digga. Das kannst du keinem erzählen, ne? Da, komm, nimm mal das Dinger mit. Nimm die Singer mit, ich glaube, die reicht schon für ihn. Da brauchst du dir gar keine Mühe geben hier von wegen Free Aim oder irgendwas. Da, nimm die mit. Guck ihn dir an. Mega gut. Oh, der hat eingeschlagen, Digga. Der hat geschallert. Guck ihn dir an. Guck. Siehst du ihn? Er ist rausgesprungen. Gut, besser so, Digga. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal in 1-1. Macht nochmal so ein bisschen Real Talk oder so, wenn ihr Bock darauf habt. Wenn nicht, dann verbessere ich einfach. Danke. Was für ein unlustiger Spaß ich einfach bin. Ist ekelhaft. Der Orangene gehört zu dem Lilanen, zu dem Rosanen. Und der Rosane hat Bock. Ja? Ich meine, was soll ich jetzt sagen? Da, nimm den mit. Ja. Komm. Du willst es. Hab dich. Danke dir. Also ich meine, wir sind jetzt in der Situation 1-1. Er gegen mich. Er muss. Ich habe ihn gezwungen. Ich habe ihn Noob genannt. Und er ist rausgekommen. Guck ihn dir an. Was macht er jetzt? Sprengt er sich? Ich weiß es nicht. Ich check's nicht. Wo ist seine Mission? Ja.
Digga, wo ist deine Mission? Ich check's einfach nicht. Also ich hab ihn gezwungen, ja? Ich will jetzt nicht sagen, dass er mich herausgefordert hat oder so. Ich hab ihn gezwungen quasi, ja? So, weil ich würde gerne so ein bisschen Real Talk machen mit euch. Da kommt einer. Ich würde gerne so ein bisschen Real Talk machen mit euch. Ich würde gerne so über die aktuelle Situation in GTA mit euch sprechen. Wenn er... Warum musst du jetzt Rakete nehmen, Digga? Guck, das bringt doch nichts. Ja? Guck ihn dir an, wie aggressiv er ist. Ja. Das dachte ich mir schon fast. Aber es interessiert mich aber nicht. Ich würde gerne so ein bisschen Real Talk machen mit euch. Weil dieses Spiel hat einfach es verdient, ein bisschen mehr, sag ich mal, Aufmerksamkeit zu bekommen. Warum? Warum machst du diesen? Ich mach nicht diesen. Ich mach aber den mit denen. 3-0. Cry. Mit dir. Und du kannst jetzt mal hier rankommen. Guck ihn dir an. Hab dich. Jetzt haben wir das, die Situation 1 vs 2. Und, das nehme ich gerne an. Das wollte ich eigentlich nicht machen, ja. Aber, guck in dir. Guck. Guck, wie er da rennt. Hab dich. Ich wollte ein bisschen Real Talk machen mit euch und hab halt ein paar Gegner gebraucht. So, keine Ahnung, Digga. Ich wollte irgendwie mich so ein bisschen mal im Airport prügeln, weil Airport mag ich sehr gerne. Und wir müssen uns ein bisschen über GTA Online unterhalten, weil wie ihr wisst, Rockstar Games hat mal wieder mega reingeschissen. Ich mach das... Oh, Digga! Ich mach das übrigens live. Rockstar Games hat mal wieder ein bisschen mega reingeschissen und ich find's einfach nicht gut, was Rockstar Games uns jetzt so aktuell präsentiert, ja? Ich find es wirklich nicht gut, denn ihr wisst das, ja? Ich bin jemand, der nimmt kein... Digga! Ich bin jemand, der nimmt kein Blatt vor den Mund... Und möchte es euch auch nicht irgendwie vorenthalten, dass wir jetzt nicht mal darüber gesprochen haben oder nicht darüber sprechen, weil Zeit ist immer Geld, ne? Und ich habe im Moment nicht so viel Zeit, aber sehr viel Geld und ich mache nur Spaß. Ja, Digga, chill jetzt mal. RIP. Ich bin einfach zu schnell für dich, Digga. Da, nimm den mit. Hab ich ihn? Nein, hab ich nicht. Also ich wollte nochmal so ein bisschen Real Talk mit euch halten, weil Rockstar Games, wie ihr wisst, hat mit dem letzten Update ziemlich reingeschissen. Guck ihn dir an. Ich hab ihn nicht. Schade. Rockstar Games hat mit dem letzten Update ziemlich reingeschissen, aber ich meine, das ist auch kein Grund zur Traurigkeit, ja? Weil GTA... Oh Gott, er hat mich. Gut, Digga. Rockstar Games... Ach, wie soll ich anfangen, Digga? Wie willst du so ein Thema behandeln, wenn diese kleinen zwei Lappen da... Ich glaube, ich rupp die jetzt einfach erstmal kaputt, ja? Weil irgendwie, die haben die ganze Zeit schon so rumgekämpft und haben sich gefühlt. Was weiß ich? Komm jetzt mal raus da aus deinem Dreckloch. Ohne Witz. Komm. Komm einfach. Da habt ihr es beide, Digga. Und jetzt will ich ein sauberes 1, 2 vs 1. Ich meine, die sind beide nicht wirklich gut, aber trotzdem. Es sind zwei Leute, ja, und die spielen beide gegen mich. Und ich hab Bock. Am Airport. Komm her. Sehr gut, Digga. 5-5. Ja, ich wollte, wie gesagt, ein bisschen Real Talk machen, aber irgendwie funktioniert das nicht, weil ich bin schon wieder unter Stress, ja? Einmal. Nicht mal, kein Mal, Digga. Er hat sich schon abgemeldet, er ist schon wieder raus. Einmal, zweimal, Digga, tschüss, ja? Okay. Also, wir machen es jetzt nochmal ganz entspannt. Ich bin entspannt. Ich weiß, dass die Herrschaften nicht so viel drauf haben. Ich weiß, dass es jetzt wirklich nicht das beste Gameplay wird oder das überragendste machen die da. Er nimmt einen Oppressor, Digga.
Das kannst du mir nicht erzählen. Haut ihr jetzt ab damit oder was macht er da? Guck ihn dir an. Hallo. Ich snap ihn jetzt raus. Reicht's, Digga. Kopfschuss. Kopfschuss. Danke dir. Okay, wir fangen jetzt nochmal von vorne an. Also, ich möchte ein bisschen Real Talk mit euch halten. Ihr wisst, Rockstar Games hat mit dem aktuellen, nee, der ist mies. Ich töte ihn jetzt nicht, während er auf dem Boden liegt. Das mache ich nicht. Digga, nee. Rockstar Games hat mit dem aktuellen, wie heißt das jetzt nochmal? Ist er gestorben? Nein. Ich hab dich aber. Rockstar Games hat mit dem aktuellen Trailer für die neue GTA-Version ziemlich reingeschissen. Und ich finde, das kann man einfach nicht so stehen lassen. Rockstar Games kann viel mehr. Viel, viel mehr. Ja, also Rockstar Games kann viel, viel mehr, als wie sie... Er hat das Spiel verlassen. Warum? Ach, Bruder. Ich suche mir jetzt noch irgendwas für einen Gameplay und dann machen wir nochmal Real Talk. Was für ein unlustiger Spaß ich einfach bin. Ist ekelhaft. Come out, Noob. Ich glaube, er will mich jetzt rippen, Digga. Jetzt wird er mich rippen. Oh, er kommt raus. Oh Gott, er hat sich gesprengt, Digga. Jetzt geht's richtig ab, Digga. Jetzt können wir ein bisschen Real Talk machen, ja? Ich weiß, dass der Typ gerade hochgradig aggressiv ist. Ich habe ihn getriggert. Ich wollte es ja so, ja? Also ich wollte es so. Also jetzt no hate an ihn. Ja? Er hat Brand. Er hat Brandmunition, Digga. Aber wir spielen trotzdem gegen ihn. Müssen wir halt einfach ein bisschen BST einwerfen, ja? Ich weiß, dass ihr euch irgendwie so ein bisschen Real Talk wünscht oder so ein bisschen von einem erfahrenen GTA-Spieler einfach ein bisschen was wünscht, dass er mal was zu der aktuellen Situation sagt, ja? Weil, das, was Rockstar Games so veröffentlicht hat, beziehungsweise getan hat, damit bin ich auch ebenso wenig wie ihr nicht einverstanden, ja? Er frisst BST. Nur mal so am Rande erwähnt. Ja. Siehst du mal. Bin ich ebenso wenig einverstanden wie ihr. Ja? Ja, Digga. Nee, nee. Mit Brandmunition kannst du mich nicht kriegen. Hab dich. Aber ich möchte trotzdem, weil ich ja ein erfahrener GTA Online-Spieler bin, mit so viel Reichweite, möchte ich natürlich euch nicht irgendwie im Unklaren lassen, ja? Ich hab Bock auf GTA, Digga, aber nichts aber. Also ich hab Bock auf GTA, ich hab wirklich immer noch Bock auf GTA. Ich meine, jetzt so mit diesem ganzen Geschwür da, mit diesen ganzen Godmode-Glitches und sowas, das ist schwierig, ja? Das ist schwierig, aber trotzdem habe ich noch wirklich Lust auf dieses Spiel. Und ich glaube, also ich weiß, viele von euch haben auch Lust auf dieses Spiel. Ansonsten würden es so viele Leute nicht spielen, ja? Und ich denke mal, wir sollten in diesem Real Talk Video das Ganze behandeln, was ich so denke und was ich so fühle. Ja, guck ihn dir an. Ja. Guck ihn dir an, der kleine Noob, Digga. Guck ihn dir an. Brandmunition. Brandmunition, sein Vater. Er hat aber kein Aim. Ja. Nope. Ich sammle jetzt mal mit dem BST ein. Das brauchen wir. Nope. Ich weiß, dass ihr irgendwie so ein bisschen mehr von mir erwartet, aber ich würde es euch halt in diesem Video gerne sagen. Ja. Es ist schwierig in GTA, ich weiß es. Aber ich muss diesen Typen jetzt hops nehmen, Digga. Der Typ ist so bad, Alter, ohne Witz. Wie er sich sprengt, guck ihn dir an. Ha! Wie er Angst hat, Digga. Ha! Er hat, Dings, übrigens. Er hat, Brandmunition auf der MK... BST. Habt ihr es gesehen?
Ups, noob. Guck, er sprengt sich schon. Guck es dir an. Was für ein Armutszeugnis für GTA. Er nennt sich RIP und spielt wie einfach so ein Schimpanse, Digga. Guck, da sprengt er sich die ganze Zeit. Was hast du jetzt vor, Digga? Ich meine, was machst du jetzt? Guck ihn dir an. Da schon wieder. Dauer Evo. Brauchst du gar nicht mehr mit dem Typen spielen, ey, ohne Witz. Und er spielt schon mit Brandmunition, ne? Da hast du es, 7 zu 11, Digga. Ich bin zwar im God-Mode. Excuse me, what the fuck? Nicht im God-Mode. Ich bin zwar nicht im God-Mode, aber ich bin, Geist. Guck. Ja, portet sich weg. Die, Digga. Ich habe versucht, ein bisschen Real Talk zu machen. Er war mega aggressiv. Er hat mit Brandmunition gespielt. Er hat sich gesprengt. Er hat dies, das, Ananas gemacht, ne? Ich gehe jetzt erstmal kurz in den Hangar und schreibe ihm noch irgendwie eine Hate-Mail oder so. Wie ist er jetzt? RIP. Ich schreibe ihm jetzt Noob. So, ich hab's versucht, ich hab's mit diesem Typen versucht, auch wenn er mit Brandmunition und sowas gespielt hat, Digga, mega ekelhaft. Macht es nicht, bitte. Spielt einfach ordentlich, spielt ein bisschen sauberer. Ich weiß, ich benutze Geisterorganisationen oder wir benutzen Geisterorganisationen, BST und so weiter, ja. Aber das ist alles noch ein bisschen legitimer, so wie der Typ, der gespielt hat, Alter, der hat ja um sein Leben gehasselt. Der ist ja einfach nur noch, richtig hart getriggert. Wo sitzt er jetzt? In der Basis? Nein, sitzt er nicht. Wahrscheinlich mehr C-Bandito. Egal. Ihr habt's gesehen, 7 zu 11. Ja, also es wäre wahrscheinlich für ihn ziemlich eng geworden. Hätten wir jetzt noch weitergespielt, aber wir machen jetzt nochmal, wir machen jetzt einfach hier aus dem Hangar Real Talk, ja. Ich bin auch nicht damit einverstanden, genauso wie ihr wenig, dass Rockstar Games schon wieder GTA Online verschoben hat für die PS5. Hat wahrscheinlich den Hintergrund, dass die PS5-Version einfach nicht mehr, also die PS5 für viele einfach nicht greifbar ist. Viele können sich die PS5 einfach gar nicht kaufen, weil sie einfach nicht am Markt verfügbar ist. Die Gründe dafür müssen wir jetzt nicht uns nochmal irgendwie vorkauen oder so, das könnt ihr alles nachgoogeln. Ich finde es ein bisschen schade, dass Rockstar Games jetzt die PS5-Version verschoben hat. Ich habe mir extra freigenommen. Sie haben es jetzt verschoben auf den März. Ich finde es ein bisschen schade. Man hätte das Ganze irgendwie ein bisschen anders verpacken sollen, weil ich meine, jetzt schon wieder die GTA-Community so enttäuschen, Digga. Das kannst du einfach nicht machen, ja. Du kannst sie einfach nicht so enttäuschen. Ist der Typ überhaupt noch in der Lobby? Er ist noch in der Lobby. Da ist er. Wir gehen jetzt nochmal raus, ja. Du kannst die Leute einfach nicht so dermaßen enttäuschen, so wie es Rockstar Games getan hat. Wir kaufen uns aber nochmal ein bisschen Raketen. Du kannst einfach die GTA-Community einfach nicht so enttäuschen, ja, weil jetzt schon wieder so reinzuscheißen, wie sie es immer getan haben oder wie sie es mit den letzten Updates getan haben. Ich weiß, ja, Corona, Morona und so ein Shit, ja. Guck, jetzt ist er passiv, Digga. Was soll ich dir denn dazu noch sagen? 11 zu 5, RIP, Pussy. Nein, stand 11 zu 7, Digga. Und ich hätte dich auch noch geholt. Passiv, Noob. Und ich gehe jetzt raus, weil er denkt wahrscheinlich, ich komme irgendwie mit dem Laser raus oder so. Hab ich gar nicht vor. Ich will ihn jetzt noch ein bisschen zerreißen. Ja, ich finde es so ein bisschen schade, dass man das jetzt irgendwie so verkaufen muss, beziehungsweise nicht verkaufen muss, weil angeblich die PS5 nicht verfügbar ist. Weißt du, Digga, das ist so ein bisschen schade. Man hätte das so ein bisschen anders verkaufen können, indem man halt das Spiel einfach release, so wie es ist. Ich hatte auch ich hatte vorher schon so ein bisschen Bauchschmerzen, weißt du, was ich meine? GTA, beziehungsweise Rockstar Games so reinscheißt. Was schreibt der jetzt schon wieder? Ghost 1 vs 1, haha. Ich finde es so ein bisschen schade, dass man so hart reinscheißen muss. Ja, man hätte das wirklich ein bisschen anders regeln können. Im November einfach das Spiel releasen. Egal wie viele Leute die PS5 jetzt besitzen, weil irgendwie so jetzt das Spiel zu bringen oder beziehungsweise nicht zu bringen und dann auf März zu verschieben, ist halt echt ein bisschen schade, Digga. Das kannst du so nicht bringen, ja. Und das hat viele Leute enttäuscht. Es hat Lady sehr enttäuscht. Es hat mich sehr enttäuscht. Ich habe mir extra freigenommen, 2 Tage lang. 10. und 11., damit wir das Spiel für euch streamen können. Und wir können es einfach nicht streamen, weil es halt einfach nicht funktioniert. Ja, Digga, was schreibst du denn jetzt die ganze Zeit, ja? RIP you got to YouTube, Noob. Nö, Digga. Ich meine, du bist der Typ, der im Passiv sitzt, ja? Guck ihn dir an. Guck. Guck, da ist er im Passiv. Er hat sogar noch fast dasselbe Outfit an wie ich. Ich meine, das hätte man irgendwie ein bisschen anders handeln können. Weißt du, was ich meine? Man hätte das vielleicht ein bisschen klarer kommunizieren können oder ein bisschen offensiver oder irgendwie sagen können, so, Jungs, keine Ahnung, PS5-Version wurde jetzt nicht verkauft.
großartig. Wir verschieben das jetzt auf März. Ich meine, wir wollen das Spiel auch wirklich zum Laufen bringen. Ich hatte eh schon so Bauchschmerzen, dass das ganze Spiel irgendwie nicht so richtig funktioniert. Und einfach nach dem Trailer, ohne Witz, ich hätte gedacht, die releasen einfach die PS4-Version auf der PS5. Ich meine, so scheiß drauf, genauso mit denselben Fehlern, wie sie gemacht haben oder so. Bringen sie es jetzt einfach nochmal so dumm raus, ja. Ich schreibe den Typen jetzt nochmal kurz, dass er eine PSY ist, weil er sich einfach nicht stellt und ein Passivmodus ist. Das mag ich gar nicht, Digga. Ich gehe nicht passiv. Lieber verliere ich. Aber das hätte man irgendwie noch so ein bisschen anders handeln können. Weißt du, was ich meine? Das jetzt so zu bringen, ich meine, Rockstar Games hat die letzten Jahre, beziehungsweise die letzten Monate, Jahre. Was ist denn gekommen? Wir haben großartig die Updates oder so. Das war einfach nur so hingekackt und hingeschissen, will ich es jetzt mal ausdrücken. Es war nichts Halbes, nichts Ganzes. Man hätte das besser machen können, absolut. Ich muss meinen Hut ziehen. Mit dem Casino-DLC haben sie wirklich was Gutes gemacht. Aber jetzt mit den letzten DLCs oder so, nee, Digga, nein. Kannst du nicht bringen. Das ist einfach nur eine Ausrede, ja. Genauso wie Corona eine Ausrede ist für Rockstar Games. Man kann da mehr machen, ja. Ich meine, jeder von uns oder jeder, der arbeiten geht, wir sind auch trotzdem arbeiten gegangen. Kommt jetzt mal aus dem Passivmodus raus, Digga. Und jetzt das Spiel einfach zu verschieben, noch die Leute noch länger warten zu lassen. Jeder wartet auf GTA 6 und jetzt GTA 5 für die PS5-Version, was eh nur so eine, wie soll ich sagen, einfach nur so ein Trostpflaster ist, ja. Das zu verschieben und jetzt uns wieder zu enttäuschen, Digga, das ist nicht gut. Ja, hat er seinem Freund Bescheid gesagt, ja. Ich meine, wenn du es so möchtest. Er ist im Passiv, er hat seinem Kollegen Bescheid gesagt und der Kollege kommt jetzt in Geisterorganisation, Digga. Guck ihn dir an. Guck, guck. Guck dir den anderen Typen an, Digga. Er hat extra seinen Freund gerufen. Nur weil er mit mir nicht klargekommen ist. Beziehungsweise gut, er ist vom Score ab, aber guck, ihr habt's gesehen, ja. Also der wäre jetzt nicht mehr viel gekommen. Komm her. Brauchst gar nicht dich zu covern, Digga. Hat der sich jetzt gerade versucht, in die Luft zu sprengen? Der hat sich in die Luft gesprengt. Das sieht halt nicht gut aus für dich, ne? Gerade so im Moment. Ich versuche ihn jetzt noch einmal irgendwie zu töten oder so. Oh! In der Zeit kann ich BC fressen, Digga. Was hat der für ein Auto-Aim? Sag mir das mal bitte. 3-0, cry. Da kommt der nächste Laser. Habt ihr mich nicht unter Kontrolle, Digga? Hab dich. Oh, er hilft mir! Krass, Digga! Also wenn der mir jetzt hilft, dann GG an dich, Digga. Guck ihn dir an. Nee, der war nix. Ja, okay. Ich weiß jetzt nicht, ob er nur die Leute abfacken will oder ob er mich abfacken will. Ich hab keine Ahnung, Digga. Der war nicht gut, Digga. Der war aber gut. Der war richtig gut, hast du den gesehen? Bruder, scheiß jetzt nicht rein, bitte. Bitte, 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 bitte. Bitte, bitte. Einmal. Warum? Jetzt hat er seinen Freund gerufen, Digga. Also, ihr wisst aber, was ich meine, ja? Ich meine, man könnte das Spiel wirklich noch ein bisschen mehr ausreizen. Man könnte ein bisschen mehr, sag ich mal, komm her. Man könnte viel mehr mit dem Spiel machen. Digga, 3-3. Was willst du? Was willst du jetzt noch? Ja? Also man könnte viel mehr mit dem Spiel machen, ja? Das will ich euch damit sagen. Auch wenn ich jetzt so ein bisschen unter Stress gerate, weil die 3 Tryhard auf mich hasseln, Digga. Aber ist egal. Ja. Guck, hast du gesehen. Wir können auch viel erwarten von GTA. Also ich bin wirklich bester Dinge, Digga. Ich bin wirklich bester Dinge, ja. Töte mich mit deiner Minigun. Ich bin wirklich besser Dinge, was GTA 6 betrifft oder was GTA im Allgemeinen betrifft. Wir werden niemals aufgeben, Digga. Wir werden immer den besten Content für euch bieten. Ja, mir ist das scheißegal, wie lange es dauert. Ja, oder wie viel wir, sag ich mal, wie viel Zeit wir investieren müssen. Ich habe wirklich Bock auf GTA. Ich habe immer noch Bock auf dieses Spiel, auch wenn diese drei Typen da mir jetzt richtig hart auf den Sack gehen. Dieser eine Typ, Digga. Guck ihn dir an. Guck ihn dir an. Es bringt dich einfach nicht weiter, Digga. Jetzt steht er mit dem Rücken zu mir. Komm her. Guck ihn dir an. Zieh. Der andere geht jetzt gleich aus dem Passivmodus und tötet mich irgendwie hinterrücks oder so. Keine Ahnung. Ja. Ich weiß nicht, was sein Problem ist.
Das war halt ein Fehler. Er hätte sich jetzt nicht sprengen dürfen, Digga. Das ist nicht gut. Der hätte sitzen müssen, Digga. Der hat gesessen. Okay. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit diesem Video. Ich denke mal, ihr habt es verstanden, was ich von euch wollte. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das verstanden habt. Und wenn nicht, dann schreibt es mir in die Kommentare. Dann können wir uns da noch ein bisschen unterhalten. Ich würde sagen, ich nehme jetzt noch diesen Empire Souls da auseinander. Digga, hier 5-5, Digga. Was willst du jetzt von mir? Ich werde dich jetzt hops nehmen. Ich würde sagen, wir sehen uns definitiv im nächsten Video. Bis dann, Hund. Tschüss. Excuse me, what the fuck? Was für ein unlustiger Spaß ich einfach bin. Ist ekelhaft.